So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Ismo und Hannes sind immer noch da. Das ist der Ismo, ne? Moin. Ja, dacht schon, ist ein Stummfilm. Das ist der Hannes. Moin. Kennt ihr noch? Guck mal, so können wir das machen. Da sieht man mich wenigstens nicht. Wir sind jetzt hier im Park. Wir haben uns gedacht, wir holen uns mal einen Fliesentisch hierher. Wir haben heute nämlich was ganz Besonderes vor. Letztens Thema gewesen in einem Video. Faxe. Kennt ihr noch Faxe? Ich habe da mal was vorbereitet. Hier in meinem Beutel, ja, kann ich euch mal zeigen, da ist Faxe drin. Und nicht nur irgendein Faxe, sondern besonderer Faxe. Wir haben hier nämlich besondere Editions vom weißen Faxe. Da ist eine Dose. Da sind zwei Dosen. Das sind drei Dosen Faxe. Das sind aber die 5,0%igen. Und dann haben wir auch noch ein Faxe, zwei Faxe und das dritte Faxe mit 10%. Kennt ihr Faxe überhaupt? Ich weiß es nicht. Faxe 5, Faxe 10, das ist immer ein Liter, eine 1-Liter Dose. Seht ihr, die ist richtig groß. Richtiger Prügel dran hier mit dem Wikinger. Faxe Brewery Denmark. Das 10er stellen wir erstmal hier hin. Das werden wir danach. Wir müssen nämlich jetzt erstmal probieren. Und der Ismo hat sich übelst gefreut über die Dosen. Dann guckt euch das mal an, hat er gesagt. Das ist der Edge. Guckt euch den Edge an, wie der Edge aussieht. Wenn ihr gestern Money in the Bank geschaut habt. Danach sieht das so aus. Edge hat wieder mal am Gold geleckt. Ne? Kippt sich den ganzen Beutel rein. Dann habt ihr hier noch eine Edition. Das ist keine Ahnung, was das sein soll. Erfind mal eine Geschichte fix. Ja, das ist doch hier Brock Lesnar, der gerade seinen Finishing Move anbringt. Und das ist so eine Katze halt hier, heißt der eine Schwarze. Das ist Omas. Brock Lesnar. Der sieht eher aus, sieht ein bisschen aus wie Sami Zayn, aber hier mit diesem Bart und der Frisur, mit diesem von der Farbe her. Und dann das Beste überhaupt. Ich hoffe, wir haben nicht die falsche mitgenommen. Steve Austin da vorne. Ah, der ist auf der anderen Seite. Und auf der anderen Seite Stone Cold Steve Austin. Hier nicht so direkt, aber hier unten sieht man ja. Und da hat sich der Ismo gefreut über diese besonderen Editions. Faxe, du willst bestimmt den Stone Cold haben. Du möchtest bestimmt den Edge, weil du den so toll findest. Ich nehme den Brock Lesnar, der aussieht wie Sami Zayn. Ismo, hast du überhaupt schon mal Faxe getrunken? Ja, klar, für das... Auf die ganzen Videos mit dem APH, der wird sich freuen. Schick mal nachher ein Foto. Hier, guck dir das an. Ist ja nicht irgendwo auch eine Faxedose mal in einem Video durchs Bild gerollt? Ja, das war auf die dicken Hunde. Das war eine Faxedose. Ja. Dann haben wir zusammen ja schon mal Faxe gehabt. Jetzt machen wir mal das normale Faxe Premium auf. Ja? Faxe. F-U-C-K-T-H-E. Faxe Premium. 1 Liter, 5%. Bin ich mal gespannt. So, Hannes, du musst auch mit aufmachen, oder? Bringt das was, wenn wir da vorher so mal... Ja, dann hört man, ob jemand drin ist. Oh, auf den Fliesentisch, ich hab's gewusst. So sieht's aus. Ey, den Tisch, ich hab... Wir wollten hierher und auf dem Weg haben wir gesehen, weil bei Müll stand einfach dieser Karton. Deswegen haben wir den jetzt mit in den Park genommen. Als Tisch, als Probetisch für Ramses Fax Edition. So, dann würde ich sagen, Prost! Und wir grüßen einen APHer. Prost. Einmal hier, Prost. Einmal da. Ja. Einmal probieren, runter mit dem Zeug. Wie das schmeckt. Oh. Kalt kann man saufen. Da war ordentlich Zucht dahinter. Die hat er jetzt schon seit 10 Tagen im Kühlschrank gelagert. Finde ich, ist auch nicht so bitter. Ich glaube, ich muss umsteigen. Ich glaube, ich muss vom 5-0er Dosenbier aufs Faxe-Bier umsteigen. Und immer bei Ramses Kitchen am Ende habe ich ja dann eine 5-0er Bierdose auf Ex getrunken. Dann wird es halt immer eine Faxe auf Ex. Aber nee, nur die aber Brock Lesnar Edition. Ich muss sagen, ich bin begeistert. Habe ich so gar nicht in Erinnerung, aber habe ich auch schon ewig nicht getrunken. Sehen auf jeden Fall sehr cool aus, ja. Das ist die Special Edition, die schmeckt halt besser. Steht ja auch oben extra... Collectors Item, ja? Gab es auch noch eine andere Variante, ein anderes Bild im Rewe Zentner. Hat uns aber nicht gefallen, wir mussten uns auf 3 einigen. Also ich finde das gut, ich weiß nicht, wieso das so als Assi-Bier, das ist übelst teuer.
Das schmeckt aber richtig gut. Warum soll das Assi-Bier sein? Weil da gleich ein Liter drin ist, dass du gleich besoffen bist. Ja, aber Menge ist doch nicht gleich asozial. Eigentlich. Preis ist doch asozial. Nein, keine Ahnung. So, als ob du dir eine Masse reinkippst vom Supermarkt. Wer also hier, wer aufs Dingsfest geht, Oktoberfest, hier ist der Münchner Rana. Und Maß trinken ist also auch gleich asozial. Ja, aber da kostet die Maß 10 Euro schon. Und schon ist es wieder 11, 12 Euro. 11, 12 schon. Jetzt. Ja, ja. Bist du angesehenes Mitglied der Gesellschaft. Ich weiß, wie das hier abläuft. Kriegst du 10 Pullen von dem für eine Maß. Ich würde aber sagen, bevor du jetzt zu viel das trinkst, ne, und dann gar nicht mehr weißt, was das andere ist, müssen wir mal schnell die 10% Dosen herholen. Die haben jetzt nicht so schöne Bilder drauf, aber deswegen Faxe extra strong von Dänemark. 10% von ohne Dänemark. Viel Geschnörgel, aber auch wieder aus dem Kühlschrank, auch wieder richtig. Was steht denn bei dem anderen? Da steht ja, da. Das ist doch dasselbe. Und oben steht schön drumherum immer zu Bier, 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 Bier. Damit man noch ja weiß, was es ist. Sagen, machen wir mal den auf, mal gucken, wohnt ob da jemand drin. Ob der stärker ist, ob der stärker schmeckt. Warte, die Leute sind noch nicht so weit. Ich kann das so rum nicht aufmachen wie du. Ich muss das immer mit dem Daumen machen und weg von mir. Bereit? Ja. Eins, zwei, drei. Oh, das ging. War die erste, aber da war mehr Pfumms dahinter. Da zu viel Alkohol und deswegen knallt das nicht so. Das erschließt sich mir auf jeden Fall. Kennt ihr das? Faxe 10%. Da gibt es ja auch Elephant, gibt es ja auch. Das kann. Elephant, Strong, dann gibt's Ultra Strong. Das normale ist in so einer goldenen Dose, das Ultra Strong ist auch in so einer schwarzen Dose. Elephant. Das hat aber, glaube ich, 10,5. Das knallt gut. Das schwarze Elephant. Ich würde sagen. Ein Eisbier. Maisbier ist das. Groß? Das ist Weizen, das ist Mais. Das ist ein Maisbier. Groß. Probiert's mal, schreibt's mal rein, ob ihr das kennt und wir gucken mal, ob das besser ist wie das andere. Wow, vom Geschmack her richtig nice. Ich merke jetzt gerade keinen Unterschied, ich muss noch mal testen. Ist am Testen wie Stone Cold, zwei Pullen rein und. Nee, man merkt von dem Schwarzen, das schmeckt ein bisschen stärker, aber vom Geschmack fast gleich. Nur das merkt man, das ist stärker. Aber man kann beide trinken. Ja. Das ist das Wichtigste. Haben die auch beide gleich gekostet? Ich weiß es gerade gar nicht. Weil wenn das 5er genauso viel kostet wie das 10er, dann müsste man sich ja, um logistisch zu denken, immer das 10er holen. Dann trinkt man nämlich weniger, weil man schneller voll ist und hat gespart, ja? Der einzige Unterschied zwischen Mais beiden drin, ist, da ist Mais drinnen und da ist kein Mais drinnen. Okay, das ist mit Mais, das andere mit Cornflakes. Genau. Wieso habe ich mich nicht gleich so hingesetzt, Ispo? Jetzt komme ich ja viel besser ran. Ah, ich habe auch noch einen Unterschied. Das ist inzwischen wärmer als das. Und da ist die Dose heller als da. Keinen Unterschied, ob es wärmer ist jetzt mehr oder nicht. Runtergehen tut es trotzdem recht gut. Boah, ich würde sagen, die Faxe haben auf jeden Fall bestanden. Daumen nach oben. Ohne Faxen zu machen. Wir werden jetzt ein bisschen hier im Park sitzen, werden uns Geschichten aus der Gruft erzählen. Wenn ihr das kennt, schreibt es mal in die... Wenn da sind die Geschichten aus der Gruft schon. Wenn ihr das kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Es ist gerade Montag, wir haben ein heftiges Wochenende hinter uns. Jetzt geht doch jetzt erst los. Donnerstag angekommen, Freitag direkt in den Geburtstag rein, Samstag direkt ins Go-Festtag 1, Sonntag Go-Festtag 2, saufen, abends die ganze saufen. Nacht durch, WWE Money Power. In the Bank. Bis 5 Uhr, früh, 6 Uhr. Halb 6, 6 ins Bett rein, um 10 wieder auf, Wege erledigen, ist wohl zum Friseur gebracht, dass er Kaffee endlich ziehen. Friedlich wird. Jetzt haben wir uns auch mal ein Feierabendsbierchen gönnen. Prost. Grüße an Volker Putt. Dem muss ich noch ein paar Videos zeigen davon. Ich weiß gar nicht, was ich... Ah, wir stoßen noch mal an mit dem Hellen, genau. Auf die Dicken. Auf die Faxen. Auf die Dicken. Ah, na, das müssen wir noch mal machen. Warte, Ramses. Ah, ich nehme auch einen Hiel kurz. Irgendwann habe ich das Problem bei der Dose, wenn ich trinke, mir läuft es immer links und rechts den Mund runter. Du musst auch richtig die Dose handhaben.
Ja, Hand, Mund. Also pass auf, wir machen. Ich habe nicht so einen Seelöwenmund wie du, der immer alles umschließt. Ja, ich mach den Schlotzer. Aber jetzt habe ich doch von der, müssen wir doch mit der Schwarzen eigentlich nochmal anstoßen. Ja, dann machen wir jetzt hier auf die dicken 3 bei 3. 1, 2, 3. Auf die dicke 3. Auch schon mit dabei. Ja, gut. Es läuft wieder links und rechts. Coole Idee, dass wir das gekühlt haben vorher. Ich glaube, das kommt, ich muss immer lachen beim Trinken, weil es so gut schmeckt. Und deswegen sind die Mundwinkel auf und dann fließt alles raus. So, wollt ihr auch so einen schönen Fliesentisch? Dann guckt mal bei euch bei der blauen Tonne daneben. Wenn ihr in der Stadt wohnt und die Leute mal wieder ihre Kartons entsorgen wollen, neben dem Mediaset findet immer noch Anwendung. Wenn wir hier fertig sind, macht der Hannes noch einen Chokeslam mit dem Iswo. Durch den Tisch und dann und holen auf wir uns die Dosen. Noch mal zwei von den Dosen. Das weiß ich noch nicht. Wir müssen heute noch streamen am Riemen. Das war's jetzt auf jeden Fall. Das war der Iswo. Hier. Katsching, das war der Hannes. Ne? Das ist hier die Luise im Schlosspark, glaube ich. Das war der Ramses. Tisch steht, wir liegen. Das ist Gras. Peace out. Vorhaut. Ich sag mal, hier sieht aus wie. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.